Hallo, ich bin Ann-Kathrin, 27 Jahre alt. Ich bin Vergolderin bei Kunsthaus Fischinger aus Stuttgart. Ich habe zuerst studiert und dann habe ich für mich festgestellt, dass ich lieber eine Ausbildung machen würde, weil reines Studium war mir zu theoretisch und lieber auch das gleich umsetzen will wie eine Ausbildung. Bei der Stellensuche bin ich dann auf den Vergolder gekommen und habe mich erstmal erkundigt, was macht ein Vergolder, was sind überhaupt seine Aufgaben. Die verschiedenen Aufgaben im Beruf sind bei einem Rahmenvergolder erstmal eine Rahmenherstellung, also gesägt, zusammengelahmt, dann wird er grundiert, geschliffen. Dann kommt die Polimentschicht, weil die ist für die Vergoldung, dann ist schön glänzend, ist wichtig. Und dann kommt die Vergoldung, dann muss erstmal alles trocknen und dann wird es poliert und mit einem Lack überzogen, damit es alles schön geschützt ist. Am meisten Spaß in meinem Beruf ist natürlich das Vergolden und das Polieren danach. Darauf freut man sich bei der ganzen Herstellung. Die Berufsschule für die Vergolder ist in München. Ist auch deutschlandweit die einzige Berufsschule noch. Dann gibt es natürlich auch einen Blockschulunterricht. Und mein Betrieb gefällt mir, dass es also ein kleiner Betrieb ist, dass alles sehr freundschaftlich und familiär ist. Das Besondere an dem Beruf ist, dass die Vergoldertechnik eigentlich schon seit den Ägyptern existiert und dass sich seitdem die Rezepte nicht wirklich verändert haben. Man sollte auf jeden Fall eine ruhige Hand haben, damit man in Ruhe das Gold oder Silber anbringen kann. Auch handwerklich begabt sein und Interesse für Kunst haben. Man sollte ein Auge fürs Detail haben, für die Wirkung des Gesamtwerkes. Die Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf sind zum einen der Meister. Wenn man den Meistertitel hat, kann man dann Restauration im Handwerk an der Berufsschule machen. Des Weiteren kann man noch den geprüften Bildeinrahmer machen. Nach der Ausbildung habe ich in meinem Ausbildungsbetrieb angefangen zu arbeiten und interessiere mich hier auch für den Meister und habe vor, zwei Teile vom Meister in Stuttgart schon mal anzufangen.